Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls von A bis Z hier bei der ISO Addon Reihe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte mich am Anfang erstmal bedanken beim lieben Arcadius, denn der ist der Gute, der das Addon, was wir heute vorstellen, ursprünglich entwickelt hat und inzwischen auch wieder dran sitzt. Ihr seht, ich habe alle anderen Addons ausgeschaltet, das heißt, alles, was ihr hier seht, ist nur durch dieses eine Addon hervorgerufen und das ist das Addon Alpha hier. Wie ihr dieses Addon installiert, das habe ich schon in einem separaten Video gezeigt, einfach dazu in die Videobeschreibung auf diese Elder Scrolls von A bis Z Playlist gehen. Dort findet ihr ein Video zum Addon Manager Minion. Was kann das Addon? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Es ist ein Addon, was sehr angenehm ist für Tanks und Heiler, aber auch für Damage-Dealer. Es ermöglicht euch, Sets und bestimmte Kombinationen abzuspeichern und innerhalb des Kampfes bzw. vor dem Kampf schnell zu wechseln, ohne dass ihr euch einmal ausrüsten, einmal ausziehen müsst und dann wieder einzeln die Sachen hier anklicken müsst. Es zeigt euch halt, es gibt halt euch die Möglichkeit, bestimmte Setups abzuspeichern. Zum einen könnt ihr hier einmal die Skills abspeichern, das heißt also, ihr könnt sagen, okay, meine Skillleiste 2, die ich jetzt gerade haben möchte, die möchte ich hier abspeichern. Dazu drücke ich Shift und Maustaste auf die 1 und jetzt möchte ich meine andere Bar, die ich habe, hier drauf abspeichern, dann speichert er die ab. Wenn ich die jetzt ausrüsten möchte, muss ich nur noch einmal auf die jeweilige Zahl klicken, ohne irgendein Shift, nur einfach raufklicken, schon ist das Ganze ausgerüstet. Ähnlich ist es natürlich auch hier mit der Rüstung. Wenn ich ein Setup abspeichern möchte, dann drücke ich wieder Shift auf die 13, speichert er das ab. Ich kann es auch kopieren. Wenn ich ein Setup ausrüsten möchte, klicke ich dazu nur einmal darauf. Und dann seht ihr hier schon links, wie die Sachen durchswitchen. Ja, ihr seht, ich wechsle einfach die Setups, was richtig, richtig nice ist, ziemlich, ziemlich cool. Wenn ich hier mein Farming-Setup haben möchte, womit ich super schnell rennen kann, kann ich das einfach so anziehen. Und wenn ich wieder mein Tank-Setup, mein Tank-Gear anhaben möchte, kann ich es wieder anziehen. Wenn ich jetzt gerade mal mehr Leben brauche und ich mit solchen Doktor spielen muss, dann kann ich während eines Kampfes, ohne davor 5 Minuten die Rüstung zu wechseln, einfach nur auf solchen Doktor klicken, schon ist angezogen. Wenn ich wieder mit Ebenerz-Arsenal für die Gruppe spielen soll, kann ich wieder Ebenerz-Arsenal anspielen. Ziemlich, ziemlich geile Sache. Ihr könnt hier auch Setups abspeichern, was ich auch sehr nice finde. Dazu einfach dieses Schloss offen lassen, Shift auf die 1 klicken, dann dürft ihr hier eine der Sachen wählen. Ich zeige das einfach mal hier. Machen wir das mal so. Schwupp. Ich sage, ich möchte jetzt hier etwas abspeichern, als Beispiel dieses Setup. Dann kann ich hier sagen, kopieren und dann kann ich hier sagen, Moment, das macht er gerade nicht, warum nicht? So, ach so, ihr müsst ohne Shift drauf gehen. Also ihr drückt quasi nur einmal hier drauf mit Shift auf die 5 und dann drückt ihr ohne Shift darauf, was ihr jetzt hier haben wollt. Dann hat er sich das Setup abgespeichert. Jetzt möchte ich meine Skill-Leisten haben, wieder mit Shift auf das leere Feld klicken, ohne Shift auf die jeweilige Zeile klicken. So, schwupp, schwupp, abgespeichert. Ich nenne das jetzt mal Add-on-Test speichern. Und wenn ihr jetzt im Kampf seid, habt ihr so eine kleine Bar, die könnt ihr euch irgendwo hinschieben, das ist die hier. Das ist die Bar und da könnt ihr jetzt, ohne dass ihr dieses Addon öffnen müsst, ohne dass ihr auf dieses Icon klickt, könnt ihr jetzt auch einfach im Kampf sagen, okay, jetzt brauche ich gerade Alkosh Torox mit Blutbrut, einmal raufklicken, ausgerüstet. Okay, jetzt brauche ich aber bei meinem Addon-Test, einmal raufklicken, schon gewechselt. Also es ist ein einfaches Addon. Richtig, richtig gut gemacht. Ich empfehle es euch wirklich, ich lege es euch wirklich ans Herz. Und es kann euch auch hier oben anzeigen, was ihr gerade für ein Setup anhabt. Es zeigt euch auch an, wie doll eure Waffe gerade aufgeladen ist. Es zeigt euch auch genau an, ob eure Rüstung gerade in welchem Zustand die sich befindet, wann die mal wieder repariert werden müsste. Da zeigt sie euch einen Durchschnittswert an und wie doll kaputt der Gegenstand ist, der gerade am meisten zerstört ist. Sehr, sehr coole Einstellungen, sehr, sehr coole Möglichkeiten, die man damit hat. Das Addon ist wirklich, wirklich klasse. Ich empfehle es euch allen, sich das runterzuladen. Es gibt noch ein ähnliches Addon, das heißt, ich habe schon wieder vergessen, Skill Room oder so ähnlich. Also wenn ihr nach, oder Dressing Room heißt es, glaube ich. Dressing Room, genau. Ein sehr, sehr ähnliches Addon kann eigentlich fast alles auch, aber ich finde Alpha Gear insgesamt angenehmer, spackt weniger rum und so, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Das ist das Addon an sich. Mehr Möglichkeiten habt ihr damit nicht. Einstellungsmöglichkeiten gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, auch so gut wie gar keine. Ihr könnt hier ein paar Sachen einstellen. Beispielsweise, wenn ihr bei einem Setup leere Rüstungsteile habt, ob die dann auch geleert werden sollen. Also ob ihr die Rüstungsteile an der Stelle, wo in dem Setup keine Rüstung ist, ob ihr die dann ausziehen soll oder ob ihr die anlassen soll, die ihr eh schon gerade anhabt. Solche Sachen könnt ihr noch einstellen.
und so weiter und so fort, ob ihr diese Sachen angezeigt haben möchtet, ob man die Waffe wieder aufladen muss und so weiter und so fort. Man kann das Add-on repariert automatisch die Rüstung, sobald man an einen Händler rangeht, der das die Möglichkeit hat, das zu reparieren. Kann man auch an- und ausstellen, auch sehr, sehr einfach, müsst ihr nicht noch extra auf reparieren klicken, sondern das macht ihr dann einfach von alleine. Das sind die Möglichkeiten, die ihr damit habt. Das ist ein sehr, sehr cooles Add-on. Ich mag es auf jeden Fall. In der Regel müsst ihr hieran nichts umstellen. Ihr könnt es sofort nutzen mit diesem Icon hier oben. Ihr könnt euch die Sachen verschieben. Das heißt also, ihr könnt das im Rohzustand lassen, so wie es ist. Denn so ist es schon relativ gut eingestellt. Da müsst ihr nicht mehr viel dran schrauben. Soweit dazu. Das ist an sich das Add-on. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch in irgendeiner Form Inspiration geben, was ihr euch als nächstes für ein Add-on runterladen könntet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer LexLP. Tüdelü.